Ich werde heute nicht über Basketball reden. Seit dem Ende unseres Aufwärmens wurden über 14 Kinder und ein Lehrer ermordet, 600 Kilometer von hier. Vor 10 Tagen wurden alte schwarze Menschen in einem Supermarkt in Buffalo ermordet. In Südkalifornien waren es asiatische Kirchgänger und nun wurden Kinder in der Schule ermordet. In Southern California, now we have children murdered at school. Wann werden wir endlich was unternehmen? Ich bin es leid, hierher zu kommen und den am Boden zerstörten Familien mein Mitgefühl auszudrücken. Ich bin die Ausreden leid, ich bin die Schweigeminuten so leid. Genug! Da draußen sind 50 Senatoren, die es ablehnen, einem Gesetz zur Überprüfung von Waffenbesitzern zuzustimmen. Vor Jahren wurde es vom Repräsentantenhaus verabschiedet und liegt jetzt seit 2 Jahren rum. Und es gibt einen Grund, wieso die Senatoren das nicht tun, um an der Macht zu bleiben. Ich frage Sie also, riskieren Sie, um Ihre Gier nach Macht zu stillen, weiter die Leben unserer Kinder, unserer Alten und unserer Kirchgänger? Denn genau danach sieht es aus. Denn genau das machen wir jede Woche. What we do every week. So, ich habe es satt, mir reicht's. 50 Senatoren in Washington, die es ablehnen, diesen Waffenbesitzerüberprüfungen, die 90% der Amerikaner wollen, diese Senatoren halten uns gerade als Geiseln. Sie werden nicht zustimmen, weil sie sich an ihre Macht klammern wollen. Es ist lächerlich, mir reicht's.